Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory. Genau, wir haben in der letzten Folge hier vorne die Drahtproduktion aufgebaut. Und da werden wir jetzt mal eben schnell hier das komische Vieh mal vertreiben, was gerade ein bisschen nervt. Genau, dazu müssen wir dann das hier wegmachen. Und das nicht mehr. Hier könnte man doch jetzt eigentlich ganz witzigerweise, das könnte schon ganz witzig sein. Oh nein, Frames. Was so Wandframes oder so, die man so davor setzen kann. Okay. Warte. Nee, haben wir leider nicht. Dachte. Aber wir könnten. Das sind ja 8 Meter, ne? So, 1, 2, 3, oh, noch mehr. Och, Menno. So ist das schon ganz nice, denke ich. So. Machen wir folgendes. Wir brauchen natürlich jetzt den hier. Erstmal hier. Dann ziehen wir jetzt mal den hier. Hier runter. Ah! Ey, ich hab's heute aber auch, ne? Ich dreh durch, ey. Nein, ist alles ganz gechillt. Alles supi. So, wie haben wir denn jetzt hier? 3, also setzen wir das Ding einfach mal ganz entspannt in die Mitte. So, wir wollen ja dann später hier wahrscheinlich auch rausgehen. Deswegen würde ich jetzt hier Logistik erstmal einen ganz normalen Splitter hinsetzen. Zack, 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 der da auch reingeht. Einmal hier rein. Und da setzen wir dann den Lift drauf. Der das Kupfer quasi nach unten bringt. Und dann kommt jetzt folgendes. Ja, was wir uns jetzt wieder freischalten müssen. Den wir jetzt aber eben fix machen. Bevor ich hier irgendwas anderes mache. Und ich hoffe, ich werde aber vorher speichern, dass die Mod auch noch funktioniert. So, und das ist nämlich hier die Throughput Counter and Limiter. So, dazu müssen wir mal eben. Aber irgendwie kann ich hier meine Dinge jetzt gerade nicht bearbeiten. So, 20 Stück, kommen wir eben machen. Kriegen wir hin.
Brauche ich aber auf jeden Fall gleich noch. Guck mal, er zeigt mir das. Ich füge das hier hinzu. Ah. Jetzt geht's wieder. Löscht das mal alles hier raus und fertig ist. So. Oh. Geht da gerade irgendwie auch nicht. Warum? Warum auch immer. Eigentlich? Warte mal. Ich weiß auch warum. Nee. Doch. Eigentlich war da unten immer noch meine rechts meine Schnelldurchleuchte. Warte mal kurz. Benutzeroberfläche. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall fehlt da unten rechts an der Ecke was, wo quasi. Komm mal, geht nicht aus. Zeige ich euch beim nächsten Mal irgendwie. Okay, jetzt holen wir aber erstmal eben fix Sachen für Rotoren. Falls wir unten ein wenig Schraubchen. So, 30 Stück noch. Kriegen wir hin. Ja, dann gucken wir mal, dass wir gleich mit der Kabelproduktion anfangen. Dann haben wir das Wichtigste an sich eigentlich auch erledigt. Kupferblech ist erstmal nicht ganz so, ja, wobei für die KI-Begrenzer wäre das jetzt nicht schlecht. Aber das machen wir später. Und dann gucken wir, dass wir dann danach die verstärkten Eisenplatten produzieren, weil wir mit dem Kupfer erstmal alles erledigt haben. Dann geht es eigentlich auch ein bisschen zügiger vorwärts, sage ich einfach mal. Wir müssen unten auf jeden Fall gleich die Dingensproduktion müssen wir auf jeden Fall auch noch mal umbauen. Sag schnell. Ah, hier für mein Turbodraht da unten. Da müssen wir noch mal ein bisschen mehr ranklotzen. Du, das. Habe ich das nicht freigeschaltet, ne? Ich bin auch so ein Depp, ey. Oh Mann. Hier heißt es so schön, was man nicht schon im Kopf hat, hat man in der Biene. Rein damit. So, wir brauchen auf jeden Fall sowieso erstmal mindestens drei Stück davon. Toll, jetzt habe ich das auf die Liste gepackt. Dann glaube ich 6 verstärkte Eisenplatten, 9 Rotoren, glaube ich, ne? Kompliziert. So. Okay. Ja, ich brauche jetzt nicht alle direkt.
Eieieiei. So. So, dann wollen wir mal den ersten auf jeden Fall erstmal hier hinbauen. So, der haut da erstmal einfach nur rein. 15. Weg. Ende aus, Mickey Mouse. So, dass das da steht, könnten wir eigentlich drum haben wir da oben? Ja, könnten wir eigentlich jetzt hier anschmeißen, ne? Eigentlich müsste es ja funktionieren. Und dann haben wir zumindest schon mal den Draht jetzt am Start. Dann können wir uns jetzt mal Gedanken machen, wie wir als nächstes die Dingens aufbauen. Hier, warte mal. Eins, zwei, drei. Dann legen wir mal hier in der Mitte noch eins rein. Dann passt dies auch. So, und das legen wir jetzt einfach erstmal ganz provisorisch erstmal dahin. Genau. Er fördert dann jetzt raus, hoffe ich. Ja, perfekt. So, müsste das Ganze dann gleich aber direkt auch wieder begrenzen. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wie weit komme ich denn hier? Hier werde ich wahrscheinlich nicht wirklich weit kommen. Hier aus ist auch nicht besser. Also hier geht es maximal wieder weiter. Okay. Ist die Frage, wie viel Platz wir brauchen, ne? Weil wir müssen ja eins bedenken, wenn wir jetzt die Kabelproduktion aufbauen, brauchen wir 2x60 Draht, ne? Also wir müssen insgesamt zwei Drahtproduktionen aufbauen. Die wir zwar auch ganz bequem mit einer Schmelze hinkriegen, das ist kein Problem. Ist das Bauxit oder ist das Eisen? Ups. So. Ja, aber dabei ist die Frage. Ja, jetzt will ich mal überlegen. Würden hier. Das wird noch gehen, das könnte ich mir noch gefallen lassen. Jetzt mal angenommen, wir würden jetzt hier. Müssen wir natürlich ein bisschen anders machen. Jetzt müssen wir das ein bisschen umgekehrt bauen. Also, ich würde jetzt hier das hinbauen. Da das hinbauen. So, dann hätte ich ja hier Arena. Richtig? Richtig. So.
Also, jetzt muss ich kurz überlegen. Also das geht dahin, das geht dahin, das ging dahin, das ging dahin. Das ging hier raus. Dann war das Ding hier auf dem halben Fundament. Ja, jetzt wird es kompliziert. Produktion. Also, das Ding auf dem halben. Okay. So, dann haben wir davor. Jetzt haben wir keine Kabel. Aber er sollte jetzt produzieren. Perfekt, er produziert direkt auch auf 100%. Das ist super. So, gehen wir jetzt mal eben fix ein paar Kabel machen. Kabel, 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 Kabel. Da. Ja, ruhig ein bisschen mehr machen, denn Draht produziere ich jetzt ja mittlerweile schon mal. Das heißt, dadurch können wir auch mal hier das Kupfer entsorgen. So, dann werden wir jetzt nochmal hier drüben, wenn wir haben, nochmal eben Holz reinschmeißen und nochmal ein bisschen Blätter. So, wie sieht es im Allgemeinen hier aus? Ja, passt auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Gut. Puh. So, jetzt wird's kompliziert. Genau. So, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Das passt. Das machen wir später. So, also. Da gehst du auf halb raus. Also du stellst her Kabel. Du brauchst 60 Draht. Also gehst du hier raus. Das. Jetzt brauche ich zwei versteckte Eisenplatten. So. Das. So. Dann machen wir jetzt Folgendes, dass wir jetzt hier Logistik, Förderband, Fusionator. Der geht da rein. Da will ich jetzt mal kurz was ausprobieren. Genau, dann kann ich davor noch das Ding setzen. Das sieht ganz gut aus. So, das. So, jetzt ziehen wir den hier raus. Der geht da raus. Der geht hier raus. So, jetzt brauchen wir davor halb einen Schmelzofen. Der das Ganze dann nach da verteilt.
Ah, muss man mal gucken, wie das später so aussieht. So, das geht. Ja, jetzt habe ich schon wieder keinen Beton mehr. Gut, jetzt würde ich sagen, machen wir die Kabelproduktion aber auch morgen weiter. Denn schon wieder 20 Minuten rum. Denn ich, wie gesagt, ich will die Folge nicht allzu lang machen. Dafür lieber jeden Tag eine Folge. Und dann müsst ihr nicht so lange warten. Und natürlich vielleicht guckt ihr die Folgen dann natürlich auch ein bisschen besser und intensiver. Wäre natürlich mega cool. Gut, ja, wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Und das natürlich gerne auch kommentieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und falls du noch nicht getan hast, aktiviere den Kanal, aktiviere die Glocke, dass du kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.